Hey meine Kiesel und auch an euch ein Hey, die neuen Zuschauer, Gebirges hier. Ich begrüße euch zu einem neuen Projekt und zwar ist erschienen für den Nintendo 3DS Kirby Planet Robobot. Und genau das möchte ich jetzt spielen. Ich drücke Start und wir schauen uns mal an, was passieren wird. Natürlich ist es ein Let's Play ohne Wissen. Ihr seht das Datum. 9.6. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, ich habe das noch nicht angepackt. Los geht's! Erstelle Speicherdaten. Bitte warten. Okay. Speicherdaten erstellt. Cool. Keine Einführung? Okay. Das ist komisch. Aber okay, finde ich cool. Musik gefällt mir schon mal ganz gut. Wir können A drücken. Wir können das Miiverse gehen. Oben rechts. Oder wir können uns die Anleitung anschauen. Warum sollten wir das tun? Drücke Start oder A. Los geht's. Ist Street Pass aktiviert, werden Mii-Charaktere, die du über Street Pass triffst, dir Items und Sticker schenken. Brauchen wir nicht. Denn mein Aufnahme 3DS nehme ich nirgendwo hin mit. Es sei denn, ich möchte irgendwas, naja, schon mal aufnehmen. Zwischendurch. Unterwegs. Und es wird eigentlich nie passieren. Ach du Kacke. Es besteht die Möglichkeit, Informationen zu dem Spielverhalten an Nintendo zu senden, über künftige Entwicklungen, Produkte, Zugriff, Service, blablabla. Ja, okay, was soll's. Das ist ein sehr, sehr schönes Menü, möchte ich mal sagen. Ich bin in der Regel der Typ, der die Speicherdatei Nummer 2 nimmt. Ich weiß nicht, ich mag die 1 nicht so sehr und die 3 finde ich auch irgendwie langweilig. Ich mag die 2. Wir werden natürlich den Story-Modus annehmen. Aber eventuell schauen wir uns mal Kirby's 3D-Arena an und auch die Teamjagd eventuell irgendwann. Da gibt es noch Optionen. Andere Spiele und die Anleitung. Was haben wir hier? Das dürfte sein. Eine Hilfe? Fragezeichen. Du hast auch keine Sticker. Ach so, Sticker-Zeugs. Aha. Für wahrscheinlich das Miiverse. Zum Freischalten und Posten und was weiß ich nicht alles. Auf geht's in den Story-Modus. Okay, riesiger Roboter-Raumschiff landet auf Planeten. Zerstört alles, was es finden kann, schießt DDD ab, seine Burg komplett zerstört, schießt Halbert ab und Metanite. Uncool, gefällt mir nicht. Aber ich werde, wie man vielleicht gemerkt hat, ich werde in Cutscenes meist meine Fresse halten.
Und wenn was sein sollte, dann melde ich mich zwischendurch. Aber wir gehen in Welt 1 und schauen die Ruhe auf dem Radar an. Merkwürdiger Welt 1 Name. Oh, das ist ein Knuffig hier. Ich werde eventuell... Ich überlege, wie ich das machen soll mit den Leveln. Ob ich eine bestimmte Anzahl an Leveln reinnehme in den Part. Eins ist wahrscheinlich zu wenig. Zwei wahrscheinlich ganz gut. Drei, wenn höchstens. Oder ob ich die ganze Welt machen soll. Aber das muss ich mir nachher überlegen. Schau mal kurz die Weltkarte an. Vielleicht können wir irgendwas drauf entdecken. Achso, das ist die Weltkarte. Ups, ich dachte, man kann hier entlang scrollen über die Welt. Ah, das ist doof. Ja, geh mal hinein. Hi. Ich mag dich, Kirby. Du bist super. So. Oh, das ist drei. Das ist eine komische Perspektive. Okay, B ist saugen. A ist springen. A drücken hintereinander ist natürlich schön flattern. Ihr wisst schon. Wenn man B drückt, fällt man schneller wieder runter. Und X und Y sind gar nichts. Okay. Gut zu wissen. Hier die Einführung. Oh. Das ist interessant. Wenn ich gegendrücke, rutsche ich hier durch. Aber hier gibt es bestimmt ein paar Secrets, oder? Nicht? Hm. Da muss es doch Secrets geben. Hier oben. Oh, hier ist nix. Gemeinheit. Warum ist da nix? Mano. Ich bin ja ziemlich interessiert, wie das hier vonstatten gehen wird. Auch interessant zu bemerken, dass Kirby, naja, so ziemlich immer schläft oder irgendwas Doofes passiert. Oh. Hey, das ist ein Ordel mit einem Helm, der mir keine Fähigkeit gibt. Okay. Stirb, Waddles. Ich mag keine Waddles. Die müssen alle sterben. Hier ist ein Bauarbeiter. Hallo. Oh Gott. Ih. Kann ich auch normal laufen? Es geht. Ah, ein Dash Attack nach unten und da. Kaputt. Meins. Hoho. Ja, gut zu wissen. Oh. Ich kann natürlich auch Dinger kaputt pusten. Das geht auch. Elektrofähigkeit. Meine. Die aktiviere ich mit B. Natürlich. Alles, was man mit dem Einsaugen machen kann, kann man auch mit der Fähigkeit machen. Oder so nutzt man seine Fähigkeit. Au. Und das passiert, wenn man nicht das drückt, was man drücken wollte. Man wird getroffen. Oder verliert seine Fähigkeit. Das ist uncool. Dickerchen. Meiner. Das wäre peinlich zu sterben im ersten Level, oder? Dabei muss ich sagen, ich habe... ich kann blocken. Blocken. Schild. Dabei muss ich sagen, ich habe nicht wirklich viele Kirby-Spiele gespielt. Zu meiner Schande. Ich weiß nur die Steuerung, wie man so... Oh Gott, hier kann man wirklich runterfallen. Kann man hier irgendwo rein oder so? Nö, man kann einfach nur runterfallen und sterben. Das ist interessant. Ich wollte es nicht austesten, muss ich sagen. Hi Kirby. Tschüss Kirby. Ich mag Kirby. Kirby ist super. Nur... Naja, ich habe mir meist nie das Geld gegönnt, um mir ein Kirby-Spiel zu holen. Da hatte ich andere Spiele auf meiner Liste. Du bist eine Kanone. Bumerang. Bumerang. Oh. Stimmt, wenn man in eine Richtung drückt, dann passiert ja auch was anderes. Nein. Bumerang, komm her. Ich wollte springen und einmal nach unten drücken. Wow, so mache ich einen Fangstoß, okay. Wo komme ich auch hier rein? Was haben wir denn hier? Schwert. Ich mag das Schwert. Das Schwert ist mir das Liebste. Meins. Jetzt bin ich Link. Yay. Cool. Eva. Yeah. Und Fangschuss kann man auch. Ich mag das Schwert. Ist irgendwie meine Lieblingsfähigkeit. Ich weiß nicht warum.
Ey. Du gemeiner Motz. Stirb. Kann vielleicht daran liegen, dass ich Schwertkämpfer generell sehr mag. Aber das heißt nichts. Oh, du bist wieder respawned. Na, ein Glück für dich. Ah, cool, man trifft auch hinter sich. Die Hexe brauche ich nicht. Beziehungsweise Besen. Warum habe ich jetzt ein Laserschwert? Ich meine, das ist cool. Aber, warum? Ich meine, das ist wirklich cool. Aber warum? Oh, ich kann die Attacke... Warte, kann ich das Schwert aufladen? Nice, ich habe eine Wirbelattacke. Das ist cool. Hier durch. Hier rein. Und einmal schön nach oben fliegen. Hoffentlich ist da irgendwas eventuell. Nein, gar nichts. Okay. Ich bin auch der Typ, der alles immer erkunden will. Und deswegen meist auch an Sachen einfach vorbeifliegt. Wie hier. Um zu schauen, ob da irgendwas ist. Oh, ich dachte, es wäre eine Plattform. Aber wie es scheint, gibt es hier nur einen Weg weiter. Deswegen, gehen wir kurz zurück. Hauen wir alle Gegner um, weil wir es können. Yay. Arme Bauarbeiter und armes Feuer. Nice. Voll gut. Weiter geht's. Hey. Der Waddle mit der Kappe, der aussieht wie ein Pirat. Waddle-Dee-Items können sich unter anderem per Street Pass noch weiter verbessern. Hilfs-Vitalstern einsetzen. Auf dem unteren Bildschirm berühren oder Y drücken. Ah, okay. Die werden also behalten. Das ist cool. Ah, ich kann auch hier drücken, um Pause zu machen. Ah, interessante Pausemusik. Zurück. Immer schauen, gibt's hier was versteckt? Nein. Ihr habt die ein bisschen sehr stark von der Ausführung an Dr. Eggman seine Sachen aus Sonic. Aber das ist, glaube ich, das falsche Franchise. Oh. Hi. Wofür lauft ihr weg? Okay. Ein erster Boss? Ah, vor dem muss ich einfach nur flüchten. Glaube ich. Okay. Mecha-Wispy, oder wie? Lass mich raten, er muss bestimmte Sachen kaputt machen, damit ich irgendwas bekomme. Ich sollte hier weggehen. Ja, ich sollte hier, glaube ich, weggehen. Das ist nicht so cool. Hallo. Au. Stern, Stern, meiner. Du bist kein guter Geselle, Mann. Ich glaube, hier unten kommst du nicht durch, wa? Hä? Yep, einmal durch. Eine Tomate. Ja, schau nicht so blöd. Oh Gott. Ich will nichts sagen, aber das tut bestimmt weh. Ja, Maschinen sind teilweise dumm. Das fällt einem häufig ein. Oh, was ist das denn für ein Ding? Was ist das? Oh, das ist im Vordergrund. Haha. Schön verarscht. Sieht aus wie eine Art Energieleiter. So ein Leiter-Dingen halt. Wisch schon. Ach komm, Fangstoß. Kaputt. Du hast einen Roboblock gefunden. Dieses Item enthält Code. Was enthält Code? Aha. Der Sperren auf dem Weg zum Boss entriegelt. Das ist irgendwie falsches Deutsch. Also entweder fehlt da einen oder da fehlt ein S. Naja. Alle Roblox gefunden. Cool. Das sind wohl die Collectibles. Nehme ich mal an. Für das Dingens. Für das Spiel. Und raus hier. Das war 1-1. Yay. Wie weit kommen wir gesprungen? Sehr weit. Hahaha, sehr gut.
Nein, ich habe es nicht geübt. Timinggefühl. Sehr, sehr gutes Timinggefühl. Stickerchen. Wir bekommen ein Q-Sticker aus Kirby's Dreamland 2. Wir bekommen ein Chili aus Kirby Nightmare in Dreamland. Und ein Topspeed aus Kirby Air Ride. Cool. Wobei doch, ich habe ein Kirby-Spiel gespielt gehabt. Oh, ist das schon der Boss? Oh, das wäre interessant. Das wäre sehr, sehr wenig für die erste Welt, aber okay. Ich habe ein Kirby gespielt gehabt, sogar auf dem Kanal als Let's Play. Auch wenn es mir irgendwie schwerfällt, das als jetzt Kirby-Spiel zu sehen, aber das war das mit dem Regenbogen. War das Regenbogen-Garn? Doch, müsste Regenbogen-Garn gewesen sein. Oder? Nee, Regenbogen-Pinsel. Da, wo irgendeiner in der Redaktion irgendwo mal Regenbogen-Penis geschrieben hat. Oder Pimmel war das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall etwas Unanständiges. Aber gut, ich glaube, ich mache mal für den ersten Part Schluss. Es soll nicht allzu lang sein. Zumal es gerade ein Spiel aktualisiert. Und ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn das hier in die Aufnahme reinkommen würde. Und das Spiel irgendwie zum Lenken bringen würde. Deswegen, ich glaube, ein Level pro Part ist, glaube ich, nicht schlecht. Wenn ich zwei schaffe, dann mache ich zwei rein. Aber für den Anfang sollte erstmal eins reichen. Ich verabschiede mich von euch. Danke nochmal fürs Zuschauen und sage, wenn ihr Bock habt, bleibt hier, schließt euch mir an, meinen Kieseln. Könnt auch reinkommen ins Discord, könnt ein bisschen quatschen mit den anderen Leuten, könnt ein bisschen schreiben mit denen, könnt Sachen fragen zu allen möglichen Bereichen, wenn ihr wollt. Und naja, wenn es euch gefällt, bleibt. Also ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, ihr seid immer willkommen. Gut, aber ich bin raus. Ich wünsche euch noch was. Man hört sich dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.